Nee, nee. Doch, doch. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir montieren heute einen Frontspoiler. Den haben wir entwickelt und den machen wir jetzt fest. Wie fest wir den machen, zeigen wir euch jetzt. So sieht es aus. So, jetzt haben wir. Oh, guck mal. Irgendeiner hat schon hier aufgesetzt, weil er so platt das Ding ist. Wir haben hier nämlich H&R Gewindefedern eingebaut und deswegen ist er so tief. Und deswegen machen wir noch eine Spoilerlücke drauf. Damit er tiefer kommt. Mhm. Hier, eins, komm mal ein bisschen näher. Eins, zwei, drei. Runter, ja, die schrauben auch, patsch, 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 alle runter, weil nämlich der Spoiler wird geklebt, nur zur Sicherheit, ja, und verschraubt. Richtig. Das machen wir jetzt. Voll abschrauben. Macht Sinn, wenn ich ihn anschraube, ne? So. Und Verlängerung. Wenn wir sowas haben. So ein Luxusartikel hier. Ja, guck mal. Sauerländer. Der Sauerländer. Seitdem wir Sauerländer haben, ist das Werkzeug auch da, wo es ist. Mhm. Ja, früher war das so. Haben wir etwas günstigeres Werkstoff. Werkzeug gekauft. Und war immer verschwunden. Da hinten in der Garage stehen, ich glaube, 5 Kästen. Bei jedem ist nur ein Achtel Material drin. Oder kaputt gegangen. Was? Oder kaputt gegangen. Oder kaputt gegangen, wirklich. Also ich sag immer, wer billig kauft, kauft mal 5. Wie wir auch. Eigene Erfahrung. Ja, und guck mal, wie geil. Das ist ein geiler Knaller. Kannst du so verstellen. Na? Mhm. Hab ich Lappen für meine Hände so ein bisschen? Wollen wir machen, dass ich immer wieder saubere Hände habe. Da habe ich den Spoiler eingepackt. So sieht er aus. Tada! Hier haben wir ein bisschen von dem M Performance abgeguckt. Ja. Bisschen. Ja, das ist eine Stoßstange, so Lufterlässer, die kann man aufmachen oder zulassen, je nach wie der Kunde da so haben will. Halten wir dran. Passt nicht. War nur Spaß. Ja, so ein Spoiler muss man zu zweit montieren, weil das ist sehr, sehr ein bisschen kompliziert. Mhm. Du musst so einen perfekten Dings, ja, hier. Da musst du, guck mal hier, diese Kante muss richtig perfekt sein, weißt du? Weil wenn ich das so mache oder so, dann passt das nachher nicht, ne? Ich mach lieber hier. So, was machen wir mit unserem Frontspoiler? Erstmal sauber machen. Ganz wichtig, Glasreiniger, Benzin, Spiritus. Gut. Oh, und trinken Spiritus. Deswegen haben wir nur Glasreiniger. Mhm. Schmeckt auch nicht schlecht, aber ist nur als Not. Nein, nur Glasreiniger? Was? Ich glaube, wir haben noch was anderes. Was ist das? Ich habe gedacht, wir machen nachher Party. Heute ist nämlich bei uns Altweiber. Mhm. Ja? So sieht's aus. So, auf jeden Fall, warum machen wir sauber? Olli, warum machen wir das sauber? Erklär mal den Zuschauern. Warum mache ich den Spoiler jetzt so sauber? Damit der Kleber besser haftet. Damit der komplette Fett hier runter ist. Weil die Lackierer, die haben manchmal einen Pickel oder irgendwas, dann schleifen die das an und polieren das wieder auf. Und da ist mit der Politur, bleibt nichts kleben. Deswegen muss man alles vorher entfetten. Das war der Berliner. Berliner. Hasta la vista, Baby. Wer hat das hingelegt? Na, heißt das, ich war das. Ich tropfe weg. Ich mache nur zur Sicherheit. Ja, ein bisschen
Sikaflex, da mache ich so eine schöne kleine Kante. Warum mache ich das? Weil von vorne kommt auch sehr viel Wasser und so weiter. Und wenn wirklich manchmal es viel regnet und der Kunde mit dem M2 richtig auf der Straße Vollgas gibt, es kann sein, dass sich viel Wasser da reindrückt und kann auch Kopfschmerzen bilden. Deswegen machen wir es so mit Sikaflex. Das ist nur zur Sicherheit. Da ist ein Spoiler dran. Oder was heißt, hol mal den Maurice. Okay. Hol mal Maurice und dann soll er dies. Hey Maurice, komm her bitte, ganz kurz, für eine Sekunde. Allein ist er doof, so einen riesen Spoiler zu befestigen. Andere diese. War vernünftig. Ja. Ist kein Mustang. Ich kann nur vernünftig. Hat er nicht gesagt. Doch. Guck mal, die Kante. Hat er mal eine Taschenlampe? Guck mal, Taschenlampe, Oli. Die ist da in dem ersten, glaube ich. Wohin, junge Dame? Ohne Knarre geht gar nichts. Sagt der Olli auch immer. Ich das wusste. Warte, was ist los oder fest? Los. Mhm. Fertig. Eine Schraube. Ich sehe schon, Maurice wird schwach langsamer vom Test. Ja, Arme tun schon weh. Er wollte schon Krankenschein nehmen. Aber so die Montage ist ja echt schnell, oder? Ja klar. Alles originale Befestigungspunkte. Darauf achten wir bei jedem Bodykit, dass das so ist. So, wenn man die zwei Schrauben schon befestigt, fällt runter, ja. Der fällt runter. Dann fällt der Rümmer auch runter. Deswegen müssen wir auch die mittleren befestigen, damit die nicht runterfällt. Aber kannst du gucken, guck mal hier unten. Überall sind schöne Schrauben. Ne? Mhm. Wie original. Wie original. Warte. Nur mal gucken hier. Muss ein bisschen nach vorne. So, jetzt machen wir putzi ein bisschen. Ja. So, sieht aus. Fertig. Fertig die Lippe. Montagezeit 1 Stunde. Und. Ah, nicht mal. 1 Stunde. Nein, eigentlich 1/2 Stunde. Wir haben so ein bisschen vorbereitet, quasi diesen Spoiler und alles schon sauber macht, fettfrei und so weiter. Oh, ich schätze mal, ja, wie lange brauchen wir dafür? Halbe Stunde. Stunde. 45 Minuten. 55. Nein, Stunde dauert sowas. Ne? Oh, wir wollen einsteigen, weißt du? So sieht's aus. Ich find's cool. Der Olli sagt nichts, der findet nicht cool. Der Olli ist auch cool. Er als eingefleischter BMW-Fahrer. Ah, guck mal hier, Olli. Wenn man mit Sika arbeitet, hat man immer schmutzige Hände. Aber bei uns war letztens ein netter Mann, ein netter junger Mann, war hier und hat uns was vorbeigebracht. Ich weiß zwar nicht, wie der heißt oder wie der hieß, aber Magic-Zeug hat er vorbeigebracht. Erstens, richtig geile Verpackung, ne? Guck mal hier. Kann man ein bisschen Werbung machen? Guck mal. Mhm. Oder? Doch. Boah, das ist aber gut. Also hier. Zitrone. Das ist Zaubermittel. Guck mal hier. Ich habe Sieger gehabt, ne? Normalerweise kriegt man das erst nach 2 Wochen ab. erst wenn du die quasi abschleifst mit Bandschleifer. Ohne sie ab. Tick, guck mal. Tico Taco. Hier, guck mal. Warum auch immer habe ich da einen Sieger. Das trocknet nicht die Hände aus. Echt geiles Zeug. Muss man durchlesen, wofür das alles ist. Aber auch definitiv für Sikaflex. Wir sollten das, glaube ich, nicht jedem verraten, hier im Video, weil
Sonst hat niemand Sikaflex-Hände auf der Messe in Essen. Also jeder Tuner hat irgendwie Sikaflex auf der Motorshow in Essen. So sieht's aus. Ne? Geiles Zeug, geile Erfindung. Ich bin zufrieden. Kurze Info wegen unserem Gewinnspiel, was wir am 15. Mai machen. Ja, wir verlosen 100 T-Shirts, die limitiert sind und nicht zum Kaufen gibt. Ja, also diese T-Shirts wird man nicht kaufen können. Da werden wirklich sehr, sehr, sehr schöne T-Shirts sein. Ja, also nicht nur ein Aufdruck, sondern einfach wirklich so hochwertig mit hier, mit da, mit du. Also wirklich, das lassen wir von einem richtig coolen Designer uns was zaubern. Ja. Und alle sind unterschrieben. Und alle, ja genau, alle T-Shirts werden von mir unterschrieben, höchstpersönlich, mit einer Seriennummer. Hör mal, nicht mal ein Ferrari hat das so limitiert wie wir. Aber ich wünsche mir zum Geburtstag einen großen, so einen großen, silbernen YouTube-Play-Button, ja, wünsche ich mir zum Geburtstag. Und ja, dann kann ich mir schon im Büro aufhängen. Und dafür bekommt ihr 100 T-Shirts von mir. Ja. Ja. So sieht's aus. Ich habe Geburtstag, ihr habt Geburtstag. Am 15. Mai hat jeder von uns Geburtstag und eine Chance auf ein richtig, richtig krasses T-Shirt. Empfehlt meinen Kanal an Freunde, Mutter, Vater, Oma, Opa, alle. Ja, ich empfehle ihn zu haben. Markiert uns, teilt uns und wenn wir das schaffen, haben wir 100 T-Shirts am 15. Mai. Schön, dass ihr zugeschaut habt wieder. Das war nur ein kurzes Video mit Montageanleitung für einen BMW M2 Frontspoiler. Ne? Irgendwann kommen nur Seitenschweller und Heckdiffusor. Ja, den Heckspoiler haben wir schon montiert. Lasst mir ein Abo da, gib mir einen Kommentar. Markiert uns, liked uns, keine Ahnung was. Glocke. Hä? Glocke. Glocke, hier, Glocken. Aktiviert die Glocke, dann könnt ihr nichts verpassen von uns. Ne? Lasst mir ein Like da. Hab ich was vergessen? Ja. Nö. Moment mal. Wasser. Was machst du? Was ist für ein T-Shirt? Das haben wir für die Messe gefischt vom Robert. Ne, für die Messe waren weiße, ne? Nein, schwarze. Ja, ich habe das nachhinein bekommen. Und das ist die Wahrheit. Haltet immer das vor Augen. Das ist mein Lieblings-T-Shirt, weil, warum? Weil der Spruch ist wirklich so geil, als wenn er von mir kommen könnte. Ja? Also wirklich, hohe Ziele, da klappt das schon, Jungs und Mädels. Und alle hier, Abonnenten, Zuschauer.